faktorisiere so weit wie möglich dieses Quadrinom dritten Grades, x hoch 3 plus 2x² minus 5x minus 6. Wir nennen dieses Polynom p von x und versuchen einen x-Wert herauszufinden, für den dieses Polynom 0 ergibt. Und das versucht man mit den ganzen Teilern von diesem unabhängigen Glied. Die ganzen Teiler von minus 6, das sind diese 8. Versuchen wir zum Beispiel mit dem Teiler 1. Wir suchen p von 1. Das ergibt 1 hoch 3 plus 2 mal 1 Quadrat minus 5 mal 1 minus 6, also so. Wir achten auf die Reihenfolge der Operationen. 1 hoch 3 macht 1, 1 hoch 2 macht auch 1, dann rechnen wir die Multiplikationen, also hier 1, dann 2 mal diese 1, das macht 2, dann minus 5 mal 1, das macht minus 5 und minus 6. Wir haben hier 1 plus 2 minus 5 minus 6 und das macht minus 8. Leider nicht 0. Also müssen wir weiter versuchen mit einem anderen Teiler von minus 6. Zum Beispiel mit minus 1. Wir ersetzen in p von x das x überall durch minus 1, also hier minus 1 hoch 3, Vorsicht, Klammern setzen, plus 2 mal minus 1 Quadrat, minus 5 mal minus 1, minus 6. Minus 1 hoch 3, das macht minus 1, minus 1 Quadrat, das macht 1. Und so finden wir minus 1 plus 2 mal 1, also plus 2, minus 5 mal minus 1, also plus 5, minus 6. 2 plus 5 macht 7, minus 1 minus 6 macht minus 7. Diese Summe ergibt 0. Also können wir dieses Polynom durch x minus minus 1 teilen. Das machen wir mit dem Horner-Gitter. Wir bereiten die erste Zeile vor. Das ist die Zeile der Koeffizienten der Potenzen von x in diesem Polynom, das vollständig ist und geordnet in abfallender Reihenfolge der Exponenten. Die Koeffizienten sind 1, 2, minus 5, minus 6. So. Wir bereiten das Gitter vor und in diese Zelle schreiben wir diese Zahl, für die das Polynom 0 ergibt, also minus 1. Diese 1 rutscht runter, von da nach da wird multipliziert, minus 1 mal 1, das macht minus 1, vertikal wird addiert, 2 plus minus 1, das macht 1, minus 1 mal 1, das macht minus 1, minus 5 plus minus 1, das macht minus 6, minus 1 mal minus 6 macht 6 und minus 6 plus 6 macht effektiv 0. Das ist der Rest der Division und dieser Rest muss 0 ergeben. Jetzt deuten wir dieses Horner-Gitter. Es bedeutet, dass 1 mal x hoch 3 plus 2 mal x hoch 2 minus 5 mal x minus 6 gleich ist zu x minus minus 1, also x plus 1, mal 1 mal x Quadrat plus 1 mal x minus 6, also so. Wir haben dieses Polynom faktorisiert, aber der Auftrag lautet, faktorisiere so weit wie möglich. Vielleicht kann man dieses Trinom zweiten Grades weiter faktorisieren. Also nennen wir dieses Trinom q von x
und beginnen wir für dieses Trinom dieselbe Arbeit. Wir versuchen also zuerst, einen Wert für x zu finden, für den dieses Polynom 0 ergibt. Das versucht man wieder mit den ganzen Teilern von diesem unabhängigen Glied hier minus 6 und diese ganzen Teiler stehen schon da. Wir versuchen es zum Beispiel mit der 2. 2 im Quadrat plus 2 minus 6, das macht effektiv 0. Das kann man hier eigentlich im Voraus erkennen. Also können wir dieses Polynom teilen durch x minus diese 2. Das machen wir wieder mit Horner-Gitter. Also bereiten wir zuerst die erste Zeile vor. 1, 1, minus 6, so. Dann ziehen wir das Gitter und in diese Zelle setzen wir diese Zahl 2 hinein, für die der Zahlenwert des Polynoms q von x 0 ergibt. Diese 1 rutscht bis hier runter. Von da nach da wird multipliziert. 2 mal 1, das macht 2. Vertikal wird addiert. 1 plus 2, das macht 3. 2 mal 3, das macht 6. Und minus 6 plus 6 ergibt effektiv 0. Der Rest muss 0 ergeben. Auch hier deuten wir dieses Horner-Gitter. 1 mal x² plus 1 mal x minus 6 gleich x minus 2 mal 1 mal x plus 3. Also so. Und somit haben wir letztendlich herausgefunden, dass das Anfangspolynom dritten Grades gleich ist zu x plus 1 mal x minus 2 mal x plus 3. Also so. Der Auftrag ist erledigt.